Abstiegskampf in der Bezirksliga Rheinhessen. Während der SV Gimsheim den Klassenerhalt schon gesichert hat, muss die Fontana aus Finden heute siegen, um nicht noch in die A-Klasse Mainz-Bingen abzusteigen. Ob sie dies geschafft haben, sehen wir jetzt. Sowohl Fontana Finden als auch der SV Gimsheim starten gut ins Spiel. Beide können ihre Chancen zuerst jedoch nicht nutzen. In der 15. Minute erzielt Andreas Ludwig dann das 1:0 für die Fontana. Dieses konnten wir wegen technischer Probleme jedoch leider nicht aufnehmen. Der VfL ist mittlerweile die deutlich stärkere Mannschaft. In der 31. Minute belohnen sich die Findener dann mit dem 2:0 durch Thorsten Krüger. Gimsheim schafft es insgesamt nicht, die Abwehrkette der Fontana zu durchbrechen. Es folgen noch mehrere Torschüsse des VfL, bis es dann in die Halbzeitpause geht. Die zweite Hälfte beginnt mit einer Großchance des SV, die jedoch nicht zu einem Tor verwandelt werden kann. In der 55. Minute schlägt Finden wieder zu. Thorsten Krüger trifft erneut. Nur 5 Minuten später macht Krüger den Dreierpack perfekt. Er erzielt das 4:0 für Finden. Obwohl die Gimsheimer mittlerweile offensiver spielen, ist der VfL immer noch das überlegene Team. In den letzten Spielminuten lauert der SV auf einen Ehrentreffer, dieser gelingt ihnen jedoch nicht. So endet die Partie mit 4:0 und einer sehr glücklichen Fontana, die nun den Klassenerhalt feiern darf. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt erstmal. Was würden Sie sagen, ist heute so gut gelaufen und wie fühlen Sie sich jetzt nach dem Sieg? Natürlich ist man sehr, sehr froh, wenn man auch mit so einer jungen Mannschaft, wie wir sie haben, heute nochmal 3 Punkte holt. Wir standen ja unter Druck, am letzten Spiel dann nochmal zu gewinnen. Heute auch mit einem A-Jugendlichen gespielt zum Beispiel in der Innenverteidigung. Und man muss sagen, dass wir heute sehr kompakt gestanden haben, ein sehr gutes Umschaltspiel hatten und auch dann die Möglichkeiten genutzt haben, sodass dann das Ergebnis dann auch so zustande kam. Am Anfang hat man gemerkt, beide sehr, sehr nervös. Gimsheim hat uns am Anfang auch sehr viel Paroli geboten. Irgendwann hat man gesehen, okay, die Saison war lang und beide zerren ein bisschen an den Kräften. Und wir sind froh, dass wir das jetzt auch noch über die Bühne gebracht haben. Okay, dann vielen Dank und schönen Tag noch. Dankeschön gleichfalls. Ja, was war heute das Problem? Woran hat es gehapert? Warum sind Sie da nicht zum Abschluss gekommen? Ja, unser Problem war, dass der Druck so ein bisschen gefehlt hat. Ja, die Spannung war raus nach dem Klassenerhalt die letzte Woche. Und dann ist es dann schwer, ins Spiel zu finden. Die Jungs waren schon ein bisschen im Urlaubsmodus. Wir wollten zwar heute alles nochmal raushauen, um das Ganze auch gut und fair zu gestalten und natürlich 3 Punkte mitzunehmen, um der Tabelle noch ein bisschen höher zu kommen. Aber letztendlich hat unser Fehler gut ausgenutzt und ist dann auch ins Spiel gekommen, hat uns dementsprechend die Tore gut aufgelegt. Okay, dann vielen Dank und viel Glück für die nächste Saison. Danke.